Ich möchte, möchte heute von einem Haus berichten, das mich sehr begeistert. Ich hoffe, Sie können das am Ende des Vortrags nachvollziehen, warum das so ist. Erweckte Mägde, adlige Mäzenatinnen oder bürgerliche Netzwerkerinnen leben und wirken von Frauen im Pietismus, im Hallischen genauso wie im Herrnhuter, hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel Aufmerksamkeit erfahren. Ja, es ist ein enormer Wissenszuwachs im Hinblick auf Engagement von Mädchen und Frauen im Pietismus zu beobachten. Doch noch immer gilt, was Ruth Albrecht in der Geschichte des Pietismus festgestellt hat: Untersuchungen zu Frauen, die nicht im pietistischen Rampenlicht stehen und deren Beitrag zur Ausbreitung des Pietismus fehlen weitgehend. Eine Möglichkeit, Frauen in den Blick zu nehmen, sind die Schwesternhäuser der Brüdergemeine. Am Beispiel des Chorhauses in Kleinwölka möchte ich einen Einblick geben in pietistisches weibliches Leben jenseits des Rampenlichts. Das Beeindruckende an dem Schwesternhaus in Kleinwelka ist, dass das gemeinsame Leben, Beten und Arbeiten nicht nur anhand der archivalischen Quellen rekonstruiert werden kann, sondern dass die Bausubstanz das sozusagen bis heute predigt oder zeigt und dass dieses gemeinsame Leben und Beten dort erlebbar ist. Seit einigen Jahren gibt es Bemühungen, das über Jahrzehnte leerstehende Gebäudeensemble wieder mit Leben zu füllen. Das Gebäudeensemble wurde in die nationale Denkmalliste aufgenommen und auch von Europa Nostra, dem Europäischen Denkmalverbund, in die Liste der 7 am meisten bedrohten Kulturgüter Europas. 3 einschränkende Vorbemerkungen im Voraus. Im Fokus heute steht das 18. Jahrhundert. Und zweitens, der vergleichende Aspekt zu Halle kommt in diesem Vortrag wenig zu tragen, denn der hallische Pietismus hatte kein vergleichbares Angebot gemeinsamen Lebens für Frauen und Mädchen. Schwesternhäuser sind ein klares Alleinstellungsmerkmal Herrnhuts und, wenn Sie so wollen, ganz sicherlich ein großes Plus, wenn es um die Verbreitung und Verankerung pietistischer Ideen in der Bevölkerung geht. Und im Hinblick auf unsere Tagung möchte man fast sagen, der Halle- und Herrnhut vergleichende Zugriff lässt Frauen unsichtbar werden, weil man eben mit Halle da nicht so weit gehen kann wie mit Herrnhut vielleicht. Das ist mir so beim Lesen der Vorträge in den Sinn gekommen. Zum Dritten, jedes Schwesternhaus ist ein komplexes Gebilde und so ist es heute nicht möglich, eine umfassende Geschichte des Schwesternhauses überhaupt oder in Kleinwelka zu bieten. Zumal ich in Vorbereitung auf diesen Vortrag auch erstaunt war, wie wenig Untersuchungen es generell zum gemeinsamen Leben in den Chorhäusern der Brüdergemeine gibt. Und so versteht sich der Vortrag auch eher als Auftakt, sich dem komplexen Phänomen Schwesternhaus zu nähern und als Einladung, das Schwesternhaus zu besuchen. Mehr dazu am Ende des Vortrages. 2 Punkte stehen im Mittelpunkt. Zum einen geht es um die Entwicklungs- und die Baugeschichte und zum anderen, aufgrund bei der beruflichen Profilierung, um die sorbische Geschichte des Schwesternhauses. Zunächst jedoch einige Worte zu Kleinwelka, das keine geplante Siedlung der Brüdergemeine war. Seit dem Sommer 1751 drangen die erweckten Sorben darauf, jenseits des bereits bestehenden Rittergutsortes Kleinwelka einen sorbischen Gemeinort aufzubauen. Das Rittergut Kleinwelka sehen Sie hier, ein schlichtes Fachwerkhaus. Die Unitätsältestenkonferenz war gegen dieses Vorhaben, Kleinwelka zum Gemeinort aufzubauen. Vor allen Dingen aufgrund der städtischen Bannmeile, die Nähe zu Bautzen würde jegliche wirtschaftliche, handwerkliche Profilierung des Ortes verhindern.
man konnte sich vorstellen, dass hier so ein gewisser Versammlungsort der erweckten Sorben, also mit einem Betsaal, errichtet wird, aber keine Siedlung. Zudem fehlte eine adlige Patronage. Kleinwelta gehörte dem sorbischen Erweckten Matthäus Lange, der sich vom Tagelöhner zum Rittergutsbesitzer hochgearbeitet hatte. Auch der siebenjährige Krieg, dessen Schlachten teils ganz in der Nähe ausgefochten wurden, behinderte die Entwicklung Kleinwelkas zum Gemeinort. Und last but not least ist Halle zu nennen. Denn das nur 2 Kilometer entfernte Großwelka war ein Zentrum des hallischen Pietismus mitten in der sorbischen Lausitz. Der Besitzer hat dann tatsächlich, also als jemand in Kleinwelka anfing, sich niederzulassen, verboten, seine Quelle zu nutzen und so weiter, also Schikane vor Ort. Großwelka hatte Lehrerbildungs Profil, hatte eine eigene Internatsschule. In Großwelka wurden hallische Schriften ins Sorbische übersetzt oder auch sozusagen hallische Bücher in die sorbische Lausitz hinein exportiert. Und so stehen Kleinwelka und Großwelka symbolhaft hier dafür, dass sowohl Halle als auch Herrnhut Spuren in der sorbischen Geschichte hinterlassen haben und auch diese Konkurrenz wird in der sorbischen Geschichte greifbar. Man muss sagen, es war positiv in Bezug auf Entwicklung der Schriftgeschichte, weil Konkurrenz belebt das Geschäft und jeder hat versucht, seine Bücher auf den Markt zu bringen. Entgegen allen Hindernissen haben sich die erweckten Sorben durchgesetzt und Kleinwelka wurde Schritt für Schritt doch zum Gemeinort ausgebaut. Ein erster Schritt war hierzu der Verkauf des Gutes an Agnes Sophie von Reuß-Ebersdorf, damit das eben unter adlige Patronage gestellt wird. Und 1757 wurde mit dem Bau des Kirchsaals begonnen. Erst 1772 jedoch erfolgte die endgültige Anerkennung Kleinwelkas zum vollgültigen Gemeinwort. Es dauerte also knapp 20 Jahre, bis Kleinwelka mit anderen Gemeinorten gleichgestellt wurde. Und dieser holprige Start wirkte sich natürlich auch auf die Entwicklung des Schwesternhauses aus. Als die sorbischen Erweckten im Sommer 1751 begannen, sich im Kleinwelka Gutshaus zu versammeln, schloss sich auch eine Handvoll lediger Schwestern zusammen und bezog ein Gewölbe im Gutshaus. Es folgten dann verschiedene Übergangslösungen und man plante ungefähr seit 1766 den Bau eines eigenen Schwesternhauses, eben ledige Schwestern mit der Zeit. Es gab schon Entwürfe, es gab eine Spendensammlung und diese Spendensammlung dokumentiert auf sehr schöne Weise, wie viele Sorben für das Schwesternhaus spendeten, aber wie wenig sie nur geben konnten. Also die 50, 200 Taler oder so Großspenden kamen aus Herrnhut und Niesky. Die sorbischen Spenden, das waren eher Pfennigbeträge. Es dauerte also vor allen Dingen mit dem Bau des Schwesternhauses, weil die Finanzierung nicht geklärt war. Und das hing an dieser schwierigen Gesamtlage von Kleinwelka. Der Entwurf für das Schwesternhaus sah sehr herrschaftlich aus. Die Formen des Herrnhuter Barock sind klar zu erkennen. Es sollte ein massives, zweistöckiges, voll unterkellertes Gebäude werden, dessen großzügiges, Herrnhut-typisches, zweigeschossiges Mansarddach mit Krüppelwalm Platz für Schlafsaal und Boden lässt. Doch gebaut wurde etwas ganz anderes. Das Schwesternhaus in Kleinwelka. Sie sehen ein wesentlich schlichteres und von der Kubatur kleineres Gebäude, das nur im Erdgeschoss massiv war, also mit Feldstein, im Obergeschoss jedoch auf die traditionelle Oberlausitzer Bauweise, Fachwerkbauweise zurückgriff. Das Dach war mit Holzschindeln gedeckt. Die sind in der Mitte des 19. Jahrhunderts durch richtige Schindeln ersetzt worden. Das Gebäude ist auch nur halb unterkellert.
Also man hat schon sehr viele Abstriche gemacht. Ausschlaggebend für diesen gegenüber den Plänen weitaus schlichteren Bau war die angespannte finanzielle Lage. Anders als in anderen Gemeinorten gab es kaum adlige oder bürgerliche Großspender, die den Bau finanziert hätten. Und vergleicht man dieses Schwesternhaus mit den einigen Jahren zuvor gebauten Schwesternhäusern in Herrnhut und in Niesky, dann wird der große, enorm große Unterschied wirklich nochmal augenfällig. Das Schwesternhaus in Kleinwelka ist viel schlichter. Es ist ein wenig repräsentativer, praktischer Zweckbau unter Berücksichtigung lokaler Bautradition und lokaler Baumöglichkeiten. Also die Bauleute waren auch einfach Leute aus der direkten Umgebung, kein Herrnhuter Star-Architekt. Das Schwesternhaus in Kleinwelka zeigt, es gibt auch ein Bauen jenseits des Herrnhuter Barock in der Herrnhuter Gemeinde. Corporate Design und Corporate Identity muss man sich leisten können. So ist in Kleinwelka ein Gebäude entstanden, das Elemente des Schwesternhauses mit der traditionellen Oberlausitzer Bauweise verbindet. Also abweichend von dieser traditionellen Bauweise ist eigentlich das massive Erdgeschoss. Man hat im dörflichen Bereich eher noch mit Blockstuben gebaut, also auch Holz. Hier haben sich die Schwestern mit Stein durchgesetzt. Erste Etage ist Fachwerk und oben drüber sozusagen der bewohnte Dachboden oder als Schlafsaal genutzt. Das ist auch sehr untypisch für Oberlausitzer Häuser. Das ist Herrnhuter Einfluss. Ein Vorteil hatte die Fachwerkbauweise. Es war der rasche Baufortschritt und schon ein halbes Jahr nach Grundsteinlegung konnten die Schwestern einziehen. Allein dieses Gebäude erwies sich rasch als zu klein. Schon 1779 erfolgte ein erster Anbau. In dichter Folge schlossen sich weitere Um-, Neu- und Ausbauten an, sodass wir heute von einem Schwesternhaus-Gebäudekomplex sprechen können. Sie brauchen sich das nicht alles zu merken, aber ich will einfach zeigen, wie dynamisch das war. Und dann da, wo heute eben Apotheke und Vorgänger Backhaus steht, sogar dieses, also diese Gebäude haben an sich dann nochmal so viele Bauphasen in sich und Veränderungen, dass es hier nicht möglich ist, alles darzustellen. Heute sieht das dann so aus, dass dieser ganze Straßenzug von der Apotheke heute so genannt bis hier hinunter zur Villa Anna die Frontseite des Schwesternhauses bildet. Und dann gibt es noch Garten und Wirtschaftshof. Einen kleinen Einblick in das Innere möchte ich noch geben. Wir sehen hier im Chorsaalgebäude eben den Chorsaal. Ganz besonders eindrücklich finde ich den großen Schlafsaal. Sie müssen sich vorstellen, hier sieht man einen Teil noch des Lehmputzes, der ist abgehackt worden, leider zu DDR-Zeiten. Es gab einen Lehmputz, der ist blau gestrichen worden. Ein bisschen sieht man es noch. Also, dieser Schlafsaal muss von der Atmosphäre sehr eindrücklich gewesen sein. Die Tür rechts führt in den kleinen Schlafsaal. Wenn schon von außen Corporate Design nicht so möglich war, was Herrnhut-typisch ist, ist das Treppenhaus, das Geländer, das es wirklich sofort erlebbar macht als Herrnhuter Gebäude. Und hier das Bild wollte ich Ihnen zeigen, dass Sie so einen Eindruck bekommen, also wie der Zustand von einigen Gebäudeteilen heute tatsächlich ist. Schwesternhaus heißt aber nicht nur gemeinsames Beten, es heißt vor allem gemeinsames Arbeiten und deshalb hier ein Blick in den Wirtschaftshof. Rechts sehen wir das große Waschhaus, hinten die Remise und noch ein Teil des Chorsaalflügels. Das sind keine historischen Aufnahmen, so sieht es heute dort aus.
Was ich zeigen will, das Schwesternhaus in Kleinwelka, aber auch andere, das waren sehr dynamische Orte. Und diese Bewegung zeigt, dass, also zeugt von diesem großen Erfolg auch des Schwesternhausmodells. Das hat auch Christina Pettersen in ihrer Studie The Moravian Brethren in the Time of Tundusen gezeigt. Für sie sind die Chorhäuser eine religiöse Antwort auf den sozioökonomischen Wandel, den der aufbrechende Kapitalismus auslöst. Und deshalb noch ein kurzer Blick auf das Wirtschaftsleben im Schwesternhaus. Wirtschaftlich war das Schwesternhaus mehrspartig aufgestellt. Der Schwerpunkt lag zunächst in der Landwirtschaft. Im Laufe des 18. Jahrhunderts gewann dann die Textilwirtschaft an Bedeutung und im 19. Jahrhundert schließlich das Bildungswesen. Über die konkreten Tätigkeiten gibt ein Schwesternchorkatalog aus dem Jahr 1804 Auskunft. Sie sehen hier, ein Großteil der Schwestern war in der Textilherstellung tätig. Es gab dann zudem noch viele Schwestern, die im Ort gedient haben oder auch bei ihren Eltern gedient haben. Ein ganz großer Posten ist eben die Wäscherei. Man hat Lohnwäscherei auch im großen Stil gemacht in den Schwesternhäusern. Ganz spannend, einige Schwestern waren immer in der Tabakfabrik angestellt. Es gab eine in Kleinwelka. Und etwas Herausragendes ist die Apotheke. Es gab ab 1800 eine eigene Hausapotheke in Kleinwelka, die von den Schwestern besorgt wurde mit eigenem Apothekengarten. Es war aber nicht so wie in Halle so versandmäßig und dass man das auch zu Geld gemacht hätte oder so. Es war tatsächlich nur für die Schwestern bzw. Mädchen in der Mädchenanstalt und nach Beziehungen auch so ein bisschen für den Ort. Aber da hat Bautzen auch natürlich auch ein Auge drauf gehabt. Gerade für die Sorabistik sind solche Quellen, die das Wirtschafts- und Arbeitsleben im Schwesternhaus dokumentieren, von enormer Bedeutung. Da wir keine vergleichbaren Quellenbestände für die Erwerbsarbeit von sorbischen Mädchen und Frauen im 18. Jahrhundert haben, und wir hier einen wunderbaren Einblick bekommen, was berufliche Qualifikation tatsächlich heißt. Und wenn hier steht, Nähen zum Beispiel, also Weißnäherei ist etwas, das wir heute alle nicht mehr können. Das sind so filigrane Arbeiten, da können wir nur staunend davor stehen. Und so bin ich schon beim letzten Aspekt meines Vortrages, das sorbische Leben im Schwesternhaus. Sorbisches Leben im Schwesternhaus zu rekonstruieren, ist nicht nur lokalhistorisch oder für die sorbische Geschichte von Interesse. Versteht man das Schwesternhaus als Ort frühneuzeitlicher Mehrsprachigkeit, ergeben sich rasch Fragen nach dem Stellenwert des Sorbischen. Gab es eine Sprachpolitik im Schwesternhaus oder Konflikte um der Sprache willen? Wie sahen Sprachwechsel oder Sprachnormierungsprozesse aus? Und über diese Fragen, oder ich hätte Ihnen gern heute einige Antworten zu diesen Fragen hier vorgestellt, allein es ist sehr schwierig. Durchforstet man das Schwesternhausarchiv unter dem sorbischen Aspekt, wird man kaum fündig. Die Arien, Berichte der Vorsteherinnen, Hausordnungen oder Jubiläumsschriften, fast nirgends wird das Sorbische thematisiert. Es scheint, als wäre es weder den Zeitgenossen noch in der Rückschau der Jubiläumsschriften erwähnenswert. Spielte das Sorbische also gar keine Rolle im Schwesternhaus, obwohl Kleinwelka ja mitten im sorbischen Siedlungsgebiet liegt und als Ort für die Sorben gegründet wurde. Der Annahme, dass das Sorbische keine Rolle gespielt hat, widerspricht die in der Minderheitenforschung und auch in der Sorabistik
verbreitete Auffassung, wonach es gerade Frauen und Mädchen waren, die relativ spät zweisprachig wurden. Junge Männer und jugendliche Männer, die waren durch Handel und Militär viel eher in deutsche Kontexte eingebunden. Man nimmt an, dass ein Großteil der Frauen und Mädchen in den sorbischen Dörfern im 18. Jahrhundert einsprachig sorbisch war. Und das hat sich erst im 19. Jahrhundert langsam gegeben, je nach Region. Was also passierte denn jetzt beim Eintritt ins Schwesternhaus? Welche Rolle spielte das Sorbische? 1770 zogen hier in dieses Schwesternhaus 37 Schwestern ein. 32 davon waren sorbischer Herkunft, lediglich 5 Deutscher, das heißt 85% der Bewohnerinnen waren Sorbinnen. Auffallend ist, dass die Leitungsebene überproportional mit deutschen Schwestern besetzt war, doch schon das dritte und vierte Führungsamt war mit 2 sorbischen Schwestern besetzt, bisschen durcheinander. Also die Anne Dorell Polenz und Marie Rosine Rixdorf sind deutscher Herkunft, aber Margarete Czornak und Anna Lisch kommen aus Dörfern aus der Umgebung von Bautzen. Anders als beim Brüderhaus oder auch beim Witwenchor in Kleinmelka konnte ich über die ganzen Jahre keine sorbische Vorsteherin des Schwesternhauses ausfindig machen. Das heißt, Leitungspositionen wurden immer mit deutschen Schwestern besetzt. Spannenderweise sind es nicht die Akten des Schwesternhauses, sondern Lebensläufe, die etwas über die Sprachverhältnisse im Schwesternhaus verraten. 3 der 37 Schwestern, die 1770 in das Schwesternhaus eingezogen sind, gehen in ihren Lebensläufen auf die sorbische Sprache ein. 2 davon sind sorbischer Herkunft. Zum einen eben Margareta Czornak. Sie schreibt in ihrem Lebenslauf, sie habe in den Herrnhuter Stunden in ihrem Dorf Barschütz Deutsch gelernt. Und vermutlich war es eben diese deutschsprachige Qualifikation, die sie dann hat, eben in die Leitungsebene aufsteigen lassen. Mit keinerlei Deutschkenntnissen kam jedoch Marie Czornak ins Schwesternhaus. Sie schreibt: In meinem 27. Jahre zog ich nach Bautzen. Man riet mir, zwar dieses wegen des damaligen Krieges nicht zu tun, es lag mir aber alles daran, weil ich gern die deutsche Sprache lernen wollte. Ich war aber nur 4 Wochen in der Stadt, denn ich hätte, da ich kaum trocken Brot zu essen kriegte, vor Hunger sterben müssen. Marie Czornak verließ die Stadt fluchtartig und kam durch Zufall nach Kleinmelka. Weil ich kein Wort Deutsch reden noch verstehen konnte, so gab sich der selige Bruder Clemens, mit dem ich bekannt wurde, meinetwegen viel Mühe. Auch Bruder Clemens hat erst das Sorbische erlernt, auch er war deutscher Herkunft. Der Lebenslauf ist deshalb sehr spannend, weil sie ja beschreibt, sie wollte aus eigener Initiative Deutsch lernen. In der Stadt ging es nicht und dann hat es aber in Kleinmelka mit Hilfe auch von Bruder Clemens sehr gut gelernt. Es ist spannend, sie hat ihren Lebenslauf selber geschrieben in deutscher Sprache. Auch wenn eine andere Schwester geholfen hat, ist dennoch anzunehmen, dass sie das ja in deutscher Sprache irgendwo formuliert hat, also der Sprachwechsel stattgefunden hat. Es gibt also Schwestern, die konnten noch kein Deutsch, als sie nach Kleinmelka kamen. Es gibt aber auch Schwestern, die schon etwas Deutsch kannten. Besonders aufschlussreich sind in diesem Kontext die Aussagen von Johanna Freund, die aus dem deutschen Bertelsdorf stammte. Sie wurde 1766 aufgrund ihrer Schneiderausbildung nach Kleinmelka entsandt. Doch Johanna Freund hatte Bedenken, nach Kleinmelka zu gehen. Es tat mir nachher wohl bange, insonderheit wegen der wendischen Sprache,
die ich aber zu meinem Vergnügen doch bald verstehen und nach der Zeit auch reden konnte. Johanna Freund hat also im kleinen Belgar Schwesternhaus Sorbisch gelernt. Vermutlich nicht aus Gutwill, sondern weil es einfach die Umgangssprache war, weil man es brauchte. Johanna Freund hat so gut Sorbisch gelernt, dass sie 10 Jahre später zum Gesellschafthalten der Mädchen- und Kinderbesucherin angestellt wurde. Und in dieser Funktion musste man ja dann tatsächlich Sorbisch sprechen. Dass das Sorbische präsenter war im Schwesternhaus, als es die überlieferten Quellen zeigen, davon zeugt ein weiteres, nicht im Schwesternhausarchiv überliefertes Dokument. Klein Belgar war im 18. Jahrhundert Zentrum der sorbischen Schriften- und Handschriftenproduktion. Bis auf 2 Ausnahmen ist aber alles verloren gegangen. Eine Ausnahme bildet diese Predigt hier. Es ist eine Ansprache an die Frene Sotre, an die ledigen Schwestern, anlässlich des Mutterfestes des Heiligen Geistes am 19. Dezember 1759. Diese übersetzte Predigt, in sorbische übersetzte Predigt, ist ein einzigartiges Zeugnis, das aufzeigt, dass das Sorbische in den 1760er und 1770er Jahren Umgangssprache im Schwesternhaus war und dass die Übersetzung von wichtigen Texten als notwendig erachtet wurde. Neben der Sprache gab es wohl mit der sorbischen Tracht noch einen weiteren, weithin sichtbaren Hinweis auf die sorbische Herkunft der Schwestern. Denn in der Hausordnung des Schwesternhauses heißt es, neu ankommende Schwestern sollen die mitgebrachte Kleidung weiterhin tragen. Die sorbische Herkunft der Kleinbelgar Schwestern war also für viele Zeitgenossen schlichthin sichtbar, bis sie dann vielleicht irgendwann imstande waren, sich bürgerliche oder Herrnhuter Kleidung zu kaufen. Nach diesen wenigen Hinweisen aus den Anfangsjahren zur Situation des Sorbischen im Schwesternhaus verlieren sich die Zeugnisse, sodass der Eindruck entsteht, spätestens ab 1800 spielte das Sorbische im Schwesternhaus keine Rolle mehr. Allein Anfang des 20. Jahrhunderts, anlässlich des 150-jährigen Jubiläums, lassen folgende Worte aufhorchen. Wo sind sie denn geblieben? Alle die vollen Schwesternstuben mit ihrer mehr als primitiven Einrichtung und mit ihren fröhlichen, anspruchslosen Bewohnerinnen. Es waren die letzten Schwestern aus dem Spreewald, aus dem unsere Schwestern in Küche, Wäscherei und Ökonomie sich meist rekrutiert hatten. Unsere 73-jährige Schwester Maria Schiemens ist zurzeit unsere einzige ledige Schwester aus der Wendei, die früher im Haus jahrelang mit der Nadel ihren Unterhalt verdient hatte. Ob das Wendei hier negativ gemeint ist, ist dahingestellt. Deutlich wird, dass sich bis Ende des 19. Jahrhunderts ein Großteil der Bewohnerinnen des Kleinbelgar Schwesternhauses aus sorbischen Dörfern rekrutierte. Sie wurden gern ins Schwesternhaus aufgenommen, da sie anspruchslos waren und die körperlich harte Arbeit in Küche, Wäscherei und Landwirtschaft übernahmen. Im Spreewald, als kaum industrialisierter Landschaft, hat sich das Sorbische sehr lange gehalten. Es ist anzunehmen, dass die Spreewälder Schwestern beim Eintritt ins Schwesternhaus wenig Deutsch verstanden. Denkbar ist, dass sie unter sich während der Arbeit Sorbisch miteinander sprachen, zumal sie ja viele Arbeitsschritte aus ihrem Elternhaus her kannten und dort in sorbischer Sprache eingeübt hatten. Auch wenn man von dem sorbischen Aspekt absieht, charakterisieren diese Worte sehr gut die Entwicklung im Schwesternhaus. Veränderte Wirtschafts- und Lebensweisen führten im Laufe der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dazu, dass die Zahl der Schwestern kontinuierlich abnahm.
1920 lebten noch 20 Schwestern im Haus. Im Jahr 2004 wohnte eine letzte Schwester in der Villa Anna ganz unten am Bildrand. Im Laufe des 20. Jahrhunderts erfolgten verschiedene Übergangsnutzungen im Schwesternhaus. Unter anderem war nach 1945 das Sorbische Lehrerbildungsinstitut hier untergebracht. In den letzten Jahrzehnten standen die meisten Gebäude leer. Diesen einmaligen Komplex wieder mit Leben zu füllen, und das auf eine Weise, die dem historischen Kontext entspricht, das ist eine Aufgabe, der sich Brüdergemeinde und Zivilgesellschaft in den folgenden Jahren stellen müssen. Und wie Wissenschaft dazu beitragen kann, zeigt ein Projekt, das am Lehrstuhl von Alexander Lasch in Dresden entwickelt wurde. Dieses macht es möglich, schriftliche Quellen und Objekte einzubinden und unterschiedliche Phasen des Hauses transparent zu machen. Professor Lasch hat ein digitales Modell des Schwesternhauses erstellt. Sie können das Schwesternhaus dann selbst besuchen. Ich werde am Ende des Vortrags einen Link zur Verfügung stellen oder Sie wenden sich dann an Professor Lasch. Mein Vortrag zusammenfassend möchte ich 4 Punkte hervorheben. Zum einen, Schwesternhäuser sind ein innovativer Ort. Angesichts sozialer und gesellschaftlicher Herausforderungen im 18. Jahrhundert war es für Frauen hier möglich, Frömmigkeit, innergemeindliches Engagement und berufliche Perspektive zusammenzubringen. In Zeiten der Transformation von einer agrarischen hin zur industriellen Gesellschaft war es ein Angebot, das Bedürfnissen und Wünschen der Bevölkerung entsprach. Für viele Frauen bedeutete der Eintritt in das Haus ein eheloses Leben. Das jedoch in Gemeinschaftsstrukturen, beruflicher Qualifizierung und medizinischer Versorgung Absicherung fand. Zweitens. Schwesternhäuser sind ein dynamischer Ort, ob Wechsel der Bewohnerinnen, ständige Baumaßnahmen, Anpassung an gewerbliche Möglichkeiten und Erfordernisse. Ein Schwesternhaus ist immer in Bewegung. Diese hohe Dynamik, vor allem in den ersten Jahrzehnten, zeugt vom Erfolg des Schwesternhauskonzepts. Für Stabilität sorgt eine strenge Hausordnung sowie das gemeinsame geistliche Leben. Drittens, Schwesternhäuser sind ein Desiderat der Pietismusforschung. Ob Wirtschafts-, Frömmigkeits-, Bau- oder Bildungsgeschichte, regionale Verankerung oder Geschlechterbilder, es gibt zahlreiche Aspekte, einzelne Schwesternhäuser in den Blick zu nehmen. Mindestens genauso wichtig ist es dann, verschiedene Schwesternhäuser miteinander zu vergleichen. Und viertens, das Schwesternhaus in Kleinwelka ist ein mehrsprachiger Ort. Sorbische Schwestern stellten einen Großteil der Bewohnerinnen. Wie weit das Sorbische jedoch über die Jahrzehnte Umgangssprache im Schwesternhaus war, lässt sich nur schwer rekonstruieren. Durch die sorbischen Schwestern war das Kleinwelka Schwesternhaus in besonderer Weise mit der Region verbunden. Das ist so eine Frage, war das Kleinwelka Schwesternhaus besser in der Region vernetzt als das in Niesky oder in Herrnhut? Ganz einfach, weil die sorbischen Schwestern alle da waren und es ganz enge Familienbeziehungen in die umliegenden Dörfer gab. Zudem hatten ja dann auch die sorbischen Schwestern als Besuchsschwestern und Seelsorgerinnen, waren sie ja in die sorbische Diaspora-Arbeit mit eingebunden und haben so Anteil an der Ausbreitung und Verankerung pietistischer Ideen in der Lausitz. Das Herrnhuter Schwesternhauskonzept war also nicht zuletzt eine einzigartige Möglichkeit, weibliche Mitarbeit bei der Verbreitung pietistischer Ideen zu nutzen, und diese hatte Halle nicht.